Herzlich willkommen zu einer neuen Papiergeschichte. Heute möchte ich euch diese kleine Box vorstellen und ich habe mir gedacht, man kann da noch gut einen kleinen Umschlag machen und vielleicht Geld verschenken und deshalb den Spruch wünscht ihr was obendrauf. Und wie das Ganze von innen aussieht, das blende ich euch jetzt ein. So, hier habt ihr die Box von innen. Sie ist beleuchtet und gibt so eine kleine Winterszene zum Besten. Und irgendwie habe ich mir gedacht, es ist so Weihnachtsstimmung zum Mitnehmen und zum Verschenken. Ich habe jetzt bei diesen Deko-Elementen Magnete angebracht. Wahrscheinlich muss man es nicht. Das können wir ja gleich mal ausprobieren. Machen wir es erstmal ohne. Aber so fallen es halt auch nicht um, wenn man dann hier das rausnimmt. Das zeige ich euch gerade. Wenn man also diese Lichterketten hier drin, die ist halt auch mit Magnet. Und das war meine letzte Lichterkette und es sind auch meine letzten Magnete gewesen. Deswegen kann ich es euch leider jetzt nicht zeigen, wie ich es gemacht habe. Aber ich denke, das erklärt sich von selber. Also die Lichterkette, die gibt es bei uns zu Weihnachten in jedem Möbelhaus. Also die ist aus einem Möbelhaus. Und die gibt es sicher auch mit Timer. Weil ich meine, ich hätte auch eine mit Timer. Die hier ist jetzt ohne. Deshalb muss man sie halt immer abnehmen können. Ich zeige euch das gerade mal. Ich schiebe es dann ganz nach oben, mache die Dose zu. Und dann klappt hier unten das ein bisschen raus. Dann schiebe ich das wieder nach oben und dann passt es wieder. Und um es abzunehmen, greife ich hier drunter, nehme den Draht mit und dann kann ich es ganz leicht rausnehmen. Wenn man jetzt eine mit Timer hat, kann man sich das natürlich sparen. Dann muss man es einmal nur anmachen und das war's. Und hat es dann zur Deko immer zur passenden Uhrzeit beleuchtet. Jo, dann möchte ich euch jetzt zeigen, wie das geht, weil ich fand das eine ganz witzige Idee. Und wenn man es dann verschenken möchte, hier vielleicht noch einen Briefumschlag rein mit ein bisschen Geld oder einem Gutschein. Und dann kann man diese Deko-Sachen einfach so unterbringen und die Dose ist geschlossen. Jetzt bauen wir es nochmal auf. So. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Für die Dose habe ich zwei Standsets gebraucht, und zwar einmal das Coming Home und so viele Schneeflocken oder so viele Flocken heißt es, glaube ich, gerade genau. Und das Stempelset passend zu den Schneeflocken, und zwar die Schneeflockenwünsche. Diese rechteckigen Blechdosen habt ihr sicher im Katalog schon gesehen. Kann man auch super Süßigkeiten drin verschenken. Aber ich mag einfach solche beleuchteten Dinge. Werdet ihr sicher noch mehr von mir sehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, da muss jetzt was ganz anderes rein. So, dann fange ich mal an. Und zwar für den Deckel brauche ich das Designpapier Schneeflockentraum. Also da gibt es ja auch zig Motive beim Designpapier. Also ich glaube, ich brauche euch das jetzt nicht alles zeigen. Das habt ihr sicher schon bei den ganzen Vorstellungsvideos gesehen. Und es sind sicher noch andere Farben, die da toll ausschauen. Mir hat es jetzt das hier angetan, obwohl das eine kleine Schwierigkeit für mich war, weil ich hatte das passende Papier in Aquamarin nicht. Aber ich habe den Stamping Blend in Aquamarin und deswegen habe ich mir dann die Deko-Elemente einfach mit dem Stamping Blend bemalt und dann ja, halt das so koloriert, weil ich einfach den Farbkarton nicht habe. Jo, dann hier, das ist ein Stück von dem Designpapier in 6,1 mal 9,8. Und da habe ich dann einfach die Ecken gerundet. Ich habe jetzt da noch von früher von einem anderen Hersteller einen Eckenrunder. Nehmt einfach das, was ihr zu Hause habt. Dagegen glaube ich, dieser Briefumschlag, wie heißt es noch?
Stanzbrett für Umschläge, hat aber auch sowas drin. Weil sich einfach der Box ein bisschen anpasst, ne? So ungefähr. Und dann habe ich aus dem Standset diese Stanze hier verwendet. Das ist die größere, die da diesen Schneeflockenumriss stanzt. Und ich wollte einfach, dass man da das Silber von der Box rauszieht, weil dann wieder halt noch eine Dimension mehr an Farbe da ist. Und die werden wir jetzt gerade mal ausstanzen. Und zwar mache ich das ziemlich auf eine Seite. Nicht mittig, sondern wirklich, ja, so gefällt's mir. Dann da den Stern, also unbedingt verwahren, den könnt ihr auch noch brauchen. Den könntet ihr zum Beispiel auch gleich einfach umdrehen, weil ich habe jetzt da, ah ne, der ist ja farbig, quer. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Ich habe jetzt gedacht, die andere Seite ist weiß. Nein, aber ich habe ihn eh schon ausgestanzt. Und zwar in weiß. Der kommt jetzt bei mir dahin. Dann habe ich mir auch schon den Stern ausgestanzt. Das ist diese Stanze. Auch einfach in weiß. Und den werde ich mir jetzt kolorieren mit den Stamping Blends. Und direkt diesen Streifen für die Beschriftung. Und zwar ist der 12 cm lang und 1,1 cm stark. Die beiden werde ich mir jetzt gerade mal kolorieren. Also für alle die, die die Farbe zu Hause haben, die können sich das schenken oder vielleicht einfach eine andere Farbe vom Designpapier benutzen, wenn man dann was Passendes dazu hat. Und dann stempeln wir mal den Spruch auf. Da passiert es mir jetzt oft, dass er schief wird. Und wenn ich dann nicht drüber schauen kann, schon mal direkt. So, also wie der Versa mag. Ihr merkt schon so langsam, ich tue gerne embossen. Und dann mit Silber. So, ich werde das glaube ich jetzt mal eben aus der Kamera nehmen müssen, weil sonst sehe ich nichts. Oder ihr seht meinen Kopf. Mein Schmuddelpapier. Wünsch dir was.
Also ich glaube, ich habe bei meinem ersten Teil den hellen Stift genommen. Jetzt habe ich einfach gegriffen und habe den dunklen erwischt. Aber naja. Nehmt einfach das, was ihr habt, was passt. Und dann ist gut. So, ich werde das jetzt eben schmelzen. Schon fertig. Was nehme ich jetzt? Ups. Ihr könnt da eine Nadel nehmen oder einen Schaschlikspieß, um das hier hinten so ein bisschen umzubiegen. Das habe ich nach unten gedreht, den Rest nach oben. So, dann hat das schon ein bisschen mehr Bewegung. Können wir das auch schon aufkleben? Ist jetzt falsch rum. Ja, genau. Akkurat falsch rumgeklebt. Aber komplett egal, gell? Ja. Es geht schon wieder gut los heute. So, dann den Stern. Einfach ein bisschen versetzt aufkleben. Dann unseren kolorierten. Den habe ich dann wieder ein bisschen versetzt zu dem anderen, zu dem weißen. Und das Schönste ist ja da dieser glänzende aus dem Glitzerpapier Babyblau. Also das passt sich ja jedem Blauton an. Das ist total irre. Weil das habe ich jetzt schon bei ein paar Sachen ausprobiert. Und schaut echt immer toll aus. Und das mache ich jetzt, dass die Spitzen mit dem weißen Stern unten drunter, also mit dem großen, übereinstimmen. So, dann nehme ich die großen, oder? Dann haben wir den Deckel schon fertig. So, also den Deckel haben innen drin habe ich dann dieses Band eingeklebt. Und zwar ist das aus, wie hieß denn das jetzt noch? Schneeflockentraum, glaube. Und zwar ist das Band 9 cm lang. Und da habe ich ein Stück jeweils von dem doppelseitigen Klebeband aufgeklebt. Mal schauen, so. Ich habe nämlich jetzt beide Seiten, also die eine Seite so schräg geschnitten, wenn ihr die aufeinander legt und abschneidet, dann passen die Winkel, dann kann man das so schön in einem 90-Grad-Winkel einkleben. Ja, ich hoffe, das war verständlich.
wie ich das meine. Na, das andere Teil, also das Oberteil von der Box, das, was leuchtet, das kann ich leider mit euch nicht basteln, weil ich keine Lichterkette mehr habe. Da werde ich jetzt einfach die benutzen. Also ungefähr in einem 90-Grad-Winkel, dass es offen steht. Und zwar brauchen wir für das Beleuchtungsstück ein Stück in 5,5 mal 8,8. Da werden dann auch wieder die Ränder gerundet. Und dann nehme ich mir die kleinere Stanze, die ich vorhin auch schon benutzt habe, stanze mir da den Stern raus. Der ist also schön. Und hinterklebt das Ganze mit einem Stückchen Transparentpapier. Also das halte ich mir einfach drauf. Oder wir könnten eigentlich, ja, wir schneiden genauso groß. Genau. Also auch 5,5 mal 8,8. Schief. Und 5,5. Auch die Ecken runden. Und hinterkleben. Muss ich noch was nachschneiden. Das war doch vorhin ein bisschen schief. Aber das sieht man ja jetzt gut. Einfach dem Papier entlang. So. Dann wieder den kleinen Glitzerstern in die Mitte. Einfach nur ein bisschen was an Kleber, das reicht schon aus. Und dann für den Spruch habe ich Grüße zum Fest ausgesucht mit der Stempelfarbe Anthrazitgrau. Und weil der jetzt eigentlich zu groß ist, na, was ist los? Habe ich eigentlich nur das Stückchen vom Stempel eingefärbt, das ich auch brauche. Ihr könntet auch sonst einfach ein Papier unterlegen, damit nicht mehr drauf kommt. Aber wenn ihr da aufpasst und wirklich nur das Stück koloriert, was ihr braucht, dann ist das eigentlich kein Problem.
Das wird aufgestempelt und das war's schon. So, den Rest muss ich euch jetzt erklären. Und zwar, also diese Lichterketten einfach auseinander machen und ziemlich eng um dieses Stück, ja, Innenleben, wo die Batterie drin ist, drumlegen und die zwei Magnete aufkleben. Das natürlich ausprobieren, dass die auch magnetisch sind auf der, also nicht, dass ihr die falsch rum aufklebt, weil ich habe teilweise schon mal Magnete gehabt, die hatten halt keine Klebeseite. Einfach mal ausprobieren und dann Tesafilm drum, weil irgendwann will man ja das Ganze auch mal auswechseln können, damit man es dann auch abnehmen kann. Gell? Und aufgeklebt habe ich das einfach mit doppelseitigem Klebeband. Aber das, wie gesagt, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Also wir müssen jetzt mit dem hier Vorlieb nehmen. Ja, wenn da Fragen dazu sind, einfach unten in die Infobox. Ich versuche euch das zu erklären. Es ist also einfach nur die Lichterkette um das Innenleben rumgewickelt, zwei Magnete drauf, Tesafilm drum. Und wenn ihr die Lichterkette habt mit Timer, dann werdet ihr wahrscheinlich auch eine Weihnachtssaison mit den Magneten, also mit den Magneten, mit der Batterie auskommen und braucht die nicht wechseln. Weil das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe das einmal gemacht, die sind wirklich klein. Ich nehme an, man müsste es dafür abnehmen. Aber ja, das müsste man mal ausprobieren. Jedenfalls so kann man es dann einfach dran kleben. Und so wären wir mit dem Teil schon fertig. Dann brauchen wir drei Stücke in Weiß. Und zwar sind die 9 x 5 cm. Und da könnt ihr euch jetzt austoben. Also ich habe von diesem Standset halt einmal für vorne wirklich nur die Landschaft genommen und dann, je weiter ich nach hinten gekommen bin, halt einmal die Dreierbäume und einmal die Zweierbäume ausgestanzt. Das mit dem Haus war so. Ja, das machen wir jetzt einfach mal, damit ihr das seht. Habe ich mir die Bäume schon verknickt. Na. Big Shot her und dann geht's schon weiter. Einmal wirklich nur die Landschaft ohne irgendein Dingsdi-Bumsdi. Aber also das ist jetzt nur mein Ding. Ihr könnt es natürlich gestalten, wie ihr wollt. Ihr könnt mehr Bäume oder lauter Bäume oder die Bäume alle auf eine Seite. Also das, da ist der Fantasie ja wirklich überhaupt keine Grenze gesetzt. Ich zeige euch das jetzt nur, wie ich das gemacht habe. So, einmal. Dann habe ich jetzt einmal den Zweierbaum genommen. Und auch da war ich ziemlich weit oben. Den Dreierbaum auf die andere Seite. Den habe ich jetzt nicht ganz so hoch gesetzt, dass man so ein bisschen einen kleinen Höhenunterschied hat. Die Zweierkombination war bei mir dann in der Box ganz hinten. Schon. Diese drei. So. Ich habe dann bei der Zweier-Tannenreihe
noch den großen Baum aufgeklebt. Das war wieder viel Wahnsinn. Da muss man natürlich aufpassen, dass das Ganze dann noch hinterher noch in die Box passt, also nicht zu groß werden. Dann da bei der Dreierreihe habe ich den kleinen Tannenbaum, also die Stanzen sind alle in diesem Coming Home Set drin. Da habe ich den kleinen Tannenbaum noch aufgeklebt. Dann das Häuschen, das ist auch so süß. Ich dann natürlich nur hier unten den Kleber aufgetragen, dass man den Stern auch sieht. Dann brauchen wir noch die Stützen. Zwei habe ich schon vorbereitet. Eine zeige ich euch jetzt. Und zwar haben die die Maße, also 1 cm mal 5,2. Und die müssen wir dann noch falzen. Und zwar bei 1, bei 2. Und bei 3,5. Dann einfach zusammenkleben. So, jetzt werde ich das mal ausprobieren, ob das ohne sofort immer umfällt, also ohne Magnete. Mal schauen. Sonst braucht er halt die Magnete. Und schon wieder Kleber an der Hand. So. Und zwar dann einfach hier an die gerade Kante das hingestellt und das dagegen, dass es auch wirklich unten sitzt. Und wenn man das jetzt so in die Box reinstellt. Na, also ich denke, ihr braucht nicht unbedingt Magnete. Es geht so. Spart man das schon mal wieder. Dann braucht sie aber wirklich nur für die Beleuchtung, dass die am Deckel haftet. Ich habe es dann auch mal ausprobiert mit diesem Magnetpapier, was es da so gibt, wo man dann die Stanzen ja so aufbewahren kann. Aber das war nicht stark genug. Also da ist mir dann immer das Teil beim Auf- und Zumachen runtergefallen. Das hat dann nicht gehalten. Nummer 2. Und Nummer 3 klebt schon fest. So schnell geht es nicht. Halt, das Innenleben habe ich ja noch gar nicht. Ah, habe ich euch noch was unterschlagen? Und zwar habe ich hier noch einen Boden. Irgendwie hat mir das besser gefallen. Die blanke Dose war mir einfach zu blank. Und zwar hat der Boden die Maße 6 mal 9,5. Und da werden auch wieder die Ecken gerundet. Also für die, die noch nicht so eine Stanze haben. Ich glaube, Stampin' Up! Hat da so eine Kombi-Stanze, die das macht.
Aber ich hatte die jetzt und ich sehe irgendwo nicht ein, dass ich mir dann immer neue Sachen kaufe. Bisschen Müll vermeiden ist sicher angebracht. So, jetzt habe ich da also das große. Dann die Zweierbox. Ach Quatsch, das war ja das andere. Das Dreier und das Haus. Jo. Schräg kann ich es euch jetzt nicht zeigen, weil dann fällt alles um. Aber das war's jetzt auch schon. Unsere kleine Schachtel ist fertig. Also wer Magnete erübrigen kann, der kann sie da anbringen. Und zwar werden sie da einfach da drauf geklebt. Also ich habe sie oben reingeklebt. Das muss nicht unten drunter. Und dann sind sie schön versteckt. Man sieht sie kaum. Und dann kann man das Ganze natürlich ganz anders bewegen. Wo ist mein Haus? Mein Haus ist verschollen. Da ist es. So. So schaut es dann fertig aus. Ja, ich hoffe, euch hat unser kleiner Ausflug wieder in die Weihnachtszeit gefallen und würde mich über ein Abo freuen oder einen Kommentar. Die freuen mich sowieso immer, weil ich dann weiß, dass euch das gefällt, was ich euch zeige. Ja, wenn ihr Lust habt, dann gern wieder am nächsten Sonntag einschalten. Bleibt inspiriert. Bis dann, eure Tanja.